ganz wichtige Strategie im Leben von uns gläubigen Menschen ist es, dass wir unsere Gedanken kontrollieren. Der Kampf mit dem Feind, mit den Dingen, in denen er uns attackiert, der findet als erstes in unseren Gedanken statt. Deshalb ist es wichtig, dass wir Herrschaft in unseren eigenen Gedanken haben. Unsere Handlungen, unsere Aktivitäten folgen als nächstes unseren Gedanken, die wir gedacht haben. Alles, was wir tun, ist zuerst in unseren Gedanken verankert. Alles, was wir an Gefühlen haben, in bestimmten Dingen, in Auseinandersetzungen, in Herausforderungen, in irgendwelchen Dingen, wo wir meinen, sie überfordern uns, ist als erstes in unseren Gedanken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, unsere Gedanken, den Gedanken Gottes, den Verheißungen Gottes, dem, was er über uns denkt und sagt, anzupassen. Das müssen wir lernen. Und dazu ist es wichtig, dass wir wissen, was denkt denn Gott über mich? Was denkt Gott über dich, über deine Situation, über dein Leben, über deine Herausforderungen, über die Attacken des Feindes in deinem Leben? Über deine Entmutigung. Was denkt Gott? In Jeremia lesen wir: Ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Dieses Wort muss Raum in unseren Herzen gewinnen und damit wird es auch Raum in unseren Gedanken finden. Und unsere Gedanken werden sich dem anpassen, was Gott sagt und denkt. Da ist Zuversicht, da ist Hoffnung, da ist Frieden für dich. Und du wirst in die Lage kommen, Sieg über die Dinge zu denken und Sieg für möglich zu halten. Du wirst rauskommen aus dem, es klappt nie, es wird nie was und in meinem Leben ist alles immer nur negativ. Nein, denke das, was Gott über dein Leben denkt. Sage das, was Gott über dein Leben sagt. Und dann wird es in deinen Gedanken zu einer tiefen, echten Wahrheit werden. Und dann wirst du das für möglich halten, dass Gott dir den Sieg in deinen Dingen schenkt, in denen du jetzt gerade denkst, dass du feststeckst. Gib den Gedanken Gottes, der Zuversicht, der Hoffnung und des Friedens Raum in deinem Denken, Raum in deinem Reden, Raum in deinem Leben. Gott hat mehr für dich.